Na, das wollte ich jetzt so nicht. Blaubeeren essen, ausrüsten machen wir auch gleich. Vielleicht ich denn davon ein paar, glaube ich, eine? Acht. Okay. Aber essen möchte ich sie auch. Benutzen Z war das, genau. Meine Güte, bis ich mir das merken kann. Würdest du essen? Z. Dann halt so benutzen. Z. So, passt. Geht schon. Horuk. Hey! Ich glaube, ich habe aspiriert. Wahnsinn! Ah, diesmal nicht. Ich muss das noch üben. Ja, das war klar jetzt, ne? Au. Au. Meine Güte. Stellt sich ein wie der letzte Mensch. Warten, warten, warten. Parieren. Okay, das mit Parieren haut überhaupt nicht hin. Ui. Haben wir es pariert? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Jawohl, getroffen haben wir mal was. Aber das ist echt übel. Aha, man muss doch mit der Maus, scheinbar. Ja, ach so. Mit der Maus kannst du die Richtung angeben, wo du hinschlagen willst. Ah, okay, das muss man auch wissen. So, schnell noch was essen. Würdest du jetzt aufhören damit? Ja, komm, komm. Jawohl. Geht ja, man kommt drauf. Oh, wait. Don't kill me. Let's talk, please. Sein Leben verschonen, erledigen. Ich muss niesen. Oje. Ah, bitte nicht. Ich kann das Mikrofon schwer muten. Oh, ich glaube, es geht. Sein Leben verschonen, ja. Ihn erledigen, na, ich werde ihn verschonen. Oh, for innocence. Thank you very much. Thank you very much, boy. Thank you for putting down your sword. Ist es schon gut. I'm here to retrieve the pendant you stole from Caden. That's all. What's so funny? Do you really believe that son of a bitch's story? A pendant we stole from Caden? Look, boy, he sold you a pup. Anhänger. Diebstahl, Blutung. Enddialog. Du verlierst viel Blut, du solltest diese Wunde behandeln. Diebstahl. Das verstehe ich nicht. Wenn du ihm nichts geklaut hast, warum hat er mich dann zu dir geschickt? Ja. I don't get it. If you didn't steal anything from him, why did he send me to you? Caden, Beric and I made a lot of money on the black market, thanks to the king's goods, until the elevators collapsed. Caden thought there was a partner in excess. And I agreed. And that's why I'm here. Fewer members, more profits. Now I see my ex-partner wants to be the sole owner of the business. That's why you're here. Luckily you didn't kill me. But I hope Caden thinks you did, right? He'll freak out if you tell him the truth. And you really believe Caden will trust me when I get back? On my word alone. I have no way of proving I killed you. Yeah, right. And that's a problem. Caden doesn't believe anyone but himself. And he'll trust less on a stranger like you. Okay. We'll do this. I'll give you a gift that Caden gave me years ago as a proof of his friendship. I don't think I'll ever need it again. Caden can get a good price for it. He'll give you whatever you agree with him, and I'll have a second chance away from that son of a bitch. It's a win-win, isn't it? Ich würde sagen, ja. Der hat aber eine Tätowierung wie die vom Sek von den Sektenspinnern, ne? Also ich glaube, er wird
zu denen wechseln dann, hä? Moment mal, was? Du meinst, es gibt gar keinen Anhänger? Wait, what? You mean there's no pendant? Yes, of course. Although it's not really a pendant. It's rather the key to our business. That's why Beric always kept it hidden. I need it back. Do you know where he used to keep it? Oh, shit. I killed him before I asked. Mein Gott. In any case, Beric had a very bad memory and used to lose goods before forgetting where he'd temporarily stored them. That's why he wrote everything down in his logbook. It's probably still on his corpse. You can keep it, man. It's all yours. I'm only interested in getting out of this one alive and forgetting all about Caden and his business. I'm done. Du sollst deine Blutung verheilen, genau. Behandeln. You're losing a lot of blood, man. You should tend that wound. Yeah, you're right. I'll go to the river to clean it. However, I don't think I can survive without any medication or painkiller. But I don't have the strength or energy to look for it. Gottchen. Alright, I'll see what I can do. I know I'm not in a position to ask you any favor, but if you help me, I'll be able to escape to the new camp where Caden won't find me. And in the future, I'll be able to return the favor. Alright, I'll take care of it. I'll wait for you on the riverbank. And please don't be late. I need those medicines fast, or I don't think I'll get out of it. Ach Gottchen, mein Gott, okay, du willst mich gerade anders. Mal schauen, was du da hast. Ich stehe gerade voll auf ihm drauf. Ein Schlüssel. Und das Logbuch. Ah. Erkundung, Gegenstände. Drücken Sie I, um das Inventar zu öffnen. Das mit dem Sie können Sie auch weglassen. Wenn Sie schreiben, drück das und das, passt das schon. Objekte im Inventar bieten wertvolle Informationen, mit denen du während deines Abenteuers Zweifel ausräumen kannst. Du solltest sie dir von Zeit zu Zeit ansehen. Dann würde ich sagen, machen wir das gleich. Also auf I, dann können wir wechseln da hin und her mit Quest und so. Ich glaube, das wäre gut. Gestohlener Anhänger. Den Anhänger finden. Da geht es aber eher jetzt um... Ah, hier. Questgegenstände. Achso, Wolfszahn, ne? Haben wir auch noch nicht durchbesprochen. Solche Zähne werden hauptsächlich als Dekoration verwendet. Auf dem Markt erzielen sie in der Regel nur einen geringen Preis. Aber nochmal zum Mitschreiben. Das muss ich auch als Minus hinschreiben. Minus Wolfszahn. Wolfszahn. In Klammer. Fähigkeit. Plus Werkzeug von mir aus. Aber da war eigentlich immer früher nur die Fähigkeit, es zu lernen, ne? Aber wenn sie es ausschmücken wollen, dann schreibe ich gleich mit. Dann sollen sie es gleich so ein bisschen Richtung Risen nehmen, ne? Also die Fähigkeit Zähne ziehen lernen und ein Werkzeug wie ein Messer dazu oder so, ne? Würde ich mal sagen. Plus Werkzeug schreibe ich mal. Werkzeug. So. Weil das geht so nicht. Weil ein Wolf durfte früher nur das Fleisch verlieren. Wolfszahn, so. Weiß, robust und schwierig zu besorgen. Die Anzahl der getragenen Zähne ist bei manchen Jägergruppen ein Prestigesymbol. Und das verstehe ich auch nicht bei Wölfen, ne? Wölfe haben nicht nur einen Zahn, die haben recht viele. Ich habe keine Ahnung, wie viele Zähne, aber sicher 30 im Maul. Und dann gibt es immer nur pro Viech einen Zahn. Wenn's Glück hast, zwei, ne? Da würde ich das genauer hinschreiben und zum Beispiel Reißzähne, ne? Also Wolfreißzahn zum Beispiel so formulieren dann, ne? Dass man weiß, okay, da ist wirklich der Eckzahn des Wolfes gemeint, dann würde es tatsächlich nur zwei geben im Maul, ne? Streng gesehen vier, unten wären vielleicht auch noch zwei, aber diese Reißzähne, dieser Reißzahn soll, glaube ich, eher da, die, wie vom Säbelzahntiger, diese Stoßzähne quasi irgendwie symbolisieren oder so, keine Ahnung. Oder ist das mal tatsächlich sowas gewesen? Keine Ahnung, da kenne ich mich zu schlecht aus. Aber ihr wisst schon, was ich meine.
Ein Wolfsgebiss hat mehr als einen Zahn. Man sollte das vielleicht, man kann schon als Wolfszahn bezeichnen, aber vielleicht dann, wenn es hier so eine schöne Beschreibung gibt, genauer darauf hinweisen, im gelb geschriebenen zum Beispiel, dass es sich hier um reine Reißzähne handelt, also die Eckzähne der Wölfe, dann ist es glaubwürdiger, dass man davon von dem Viech nur einen oder zwei kriegt, ne? Weil der andere könnte dann beschädigt sein, ist er wertlos zum Beispiel. Ne? Könnte man auch einen Crab einbauen, wertloser Wolfszahn oder was, ne? Kaputt oder so, egal. Ihr wisst schon, was ich meine. Also questbezogen etwas Fleisch um Schulden zu Punkt, Punkt, Punkt. Jawohl. Verdorbenes Fleisch, Saurus Würfelkästchen. Würfel sind ganz natürlich, um in den verschiedenen Lagern Wetten abzuschließen. Ach ja, stimmt. Gab's da diese Würfeldinger auch? Na, oder? Da weiß ich das gar nicht mehr. Peinlich. Gab's Würfelspiele? Na, oder? Das ist neu. Und auf dem Markt können sie sogar einen guten Preis bringen. Also es bringt gar nichts, das ist nur so ein Ding. Jetzt hatte ich schon gedacht, dass es eventuell wirklich so ein Würfelspiel gibt, mit eingebaut ist hier, ne? Wie gesagt, sie sollen bitte das Grundgerüst von Gothic beibehalten zu 100%, aber sie können es sehr problemlos ausschmücken. Aber das Grundgerüst muss stehen bleiben. Auch alle Charaktere, die es dort gibt, deren Eigenheiten. Sie haben ja schon gelebt dort, ne? Man hat ja schon das raue Gefühl gespürt, dass sie da wirklich ein hartes Leben schon gelebt haben und dass die Zukunft auch nicht rosig ausschaut für die. Wie gesagt, die Charaktere müssen da bleiben, die dürfen nicht verändert werden. Ausschmücken ist wieder so, ja, wie soll ich sagen, das kann man wieder missverstehen vielleicht. Aber so wie es Diego aktuell ist, hier, er ist zu sanft. Also da gehört der harte Hund wieder her. Ja, finde ich. Also, 4 6-seitige Würfel, die wunderschön gefertigt wurden, aber unter dem Zahn der Zeit gelitten haben. Sie befinden sich in einem handgefertigten Holzkästchen, questbezogen. Der gestohlene Anhänger. Berdis Logbuch, und da wird es jetzt interessant. Eine Auflistung gestohlener Objekte sowie geheimer Markierungen ihrer Ablagerouten. Das finde ich schön, dass man auf den Zettel wirklich was Schönes lesen kann. Aha, und dort ist es, aha, versteckt? Ah, okay, das ist leicht zu finden. Die Notiz ist blutverschmiert und beschreibt eine Gruppe von Objekten sowie ihre Nummerierung. Darunter befindet sich noch die Skizze eines Gesichts. Das ist kein Gesicht, das ist dieses Pentagramm, sagt man dazu, dieses Schläfersymbol, was wir auf der Wand gesehen haben. Ne? Davor war die Treppe, wissen wir, das haben wir schon oben gestanden. Und da unten war dann halt, aha, da hat er das versteckt. Der gestohlene Anhänger und Bergis Schlüssel. Laut Bergis Notiz ist dieser Schlüssel wichtig, um den Anhänger zu finden, den Kaiden haben will. Ein alter Schlüssel, der durch ausgiebige Verwendung verrostet und abgenutzt ist. Questbezogen, der gestohlene Anhänger. Ja, okay, das wissen wir. Das wissen wir, da kommen wir auch gut hin, glaube ich. Machen wir uns gleich auf den Weg, ist eh da unten. Dann hätten wir die Quest auch schon erledigt. Nice. Was haben wir da? Achso, er. Ja, warte hier, ne? Hab ich schon Medizin? Hätte ich Medizin? Ich glaube, ich habe noch nichts gefunden diesbezüglich, ne? Vielleicht müssen wir dafür ins alte Lager laufen. Schlüssel, Magie, Verbrauchsgegenstände... Königsbier könnte ich ihm anbieten. Tiertrophäen, verschiedenes. Becher, Münzen, Fackel, leere Flasche, verbranntes Buch. Scheißdreck, nix da. Entschuldigung. Aber ich darf hier ein bisschen fluchen. Es ist eh ein Spiel für Erwachsene. Also nix für Kinder. Für Jugendliche von mir aus auch noch. Die sind eh schon abgehärtet. Viel, viel mehr, viel weiter abgehärtet als zu unserer Jugendzeit, zu meiner Jugendzeit, so muss ich sagen. Also von mir aus... Die sind eh schon Horrorfilme gewöhnt, da ist das hier ein Kindergeburtstag. This big golden Belia sign. Ja, Belia. Where have I seen this before? Mir gefällt auch die Synchronisierung recht gut, muss ich ganz ehrlich gestehen. Huppa. Ah, da schau. Was haben wir denn da? Einmal öffnen, bitte. Geheim versteckte Notiz.
Spitzhacke, Erzbrocken und Fackeln. Sehr schön. Aber eine Spitzhacke hilft uns nicht, solange wir nicht das Talent können, um Erz abzubauen. Gut, das heißt, wir müssen ins Inventar. Inventar. Hurra, wir sind im Inventar. So, Gegenstände, Schriftrolle, bla bla bla. Cadence Anhänger. Die Form des Anhängers sieht sehr nach einem Schlüssel aus. Ein primitiver Anhänger in Form eines Schlüssels. Auf der einen Seite befindet sich das Symbol des Gottes Adonos, auf der anderen Seite eine seltsame Markierung. Kann man das drehen? Na, kann man nicht. Das wäre auch noch schön, wenn man so wie ein bisschen wie bei Skyrim, ne, wenn man so eine Kralle hat, dass man die drehen kann. Dass man da wirklich von beiden Seiten das anschauen kann. Wie gesagt, es ist ja alles noch ausbaufähig, aber das wäre halt schon so eine nette Spielerei, ne? Wenn das Spiel fertig ist, ne, so, und man wirklich auf die Details dann geht, könnte man sich das überlegen. Geheimverstecknotiz. Dieser Text scheint kryptisch auf die Position eines geheimen Ortes hinzuweisen. Ah, Questbezogen, gestohlener Anhänger. Ja. Mhm. Gut. Und jetzt? Können wir uns da oben noch umschauen eigentlich, ne? Ui, die Wanzen müssen wir natürlich kaputt hauen. Das ist ganz klar. Wir dürfen keine Möglichkeit von Fleischwanzenfleisch auslassen. Aber es ist auch sehr löblich, dass sie sie wirklich Fleischwanze benannt haben und nicht irgendwie anders. Das wäre nämlich schlecht gewesen. Ein Dietrich und hier haben wir ein Stück Brot. Holla, die Waldfee. Ein Brot, was im Dreck liegt. Das kann nur knusprig sein. Dann würde ich sagen, schauen wir noch da unten hin. Vielleicht ist hier auch noch was. Nichts Besonderes, aber das passt schon mal. Heißt es, wir müssen jetzt dieses blöde Schwert auch noch finden oder reicht das jetzt schon, das abzugeben? Ich frage mal nach, ganz blöd, oder? Speichere vorher und frage nach, wenn wir das selber suchen müssen. Dann schaue ich mir die Notiz nochmal genau durch. Na, 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 na. Tja. Tja. Da haben wir schon. Aha, da ist noch was. Was ist denn da? Was haben wir da? Ein Erzbröckelchen. Die sind so klein und fein, dass ich die sehr leicht übersehen tue. So, wieder mal. Hoppala. Nicht verlassen. Speichern. Richtig. Jetzt muss ich noch kurz schauen. Läuft die Aufnahme? Ja. Alles fein. Hallo. Also. Quest fortsetzen, Quest abschließen. Moment. Was heißt das jetzt? Da gibt es eine Option. Das ist schön. Das ist sehr schön. Da wird man gleich gewarnt, dass man eventuell noch was machen muss. Quest-Tagebuch. So. Gestohlener. Jawohl. Quest beenden. Darf ich schon. Alles klar. Darf ich schon. Alles klar. Okay. Boah, was war denn das jetzt? Okay. Das hat jetzt komisch ausgeschaut. So, Quest beenden. Ja, bitte. Hey, Caden, I'm back. I think I've been able to solve the mystery of the robbery and the pendant. Oh, really? Wow, that was fast. Okay, tell me. Did you get the key? Mm. I mean, the pendant. Nein, tut mir leid. Ja, hier ist er. Ach, nein, tut mir leid. Da war ein Anhänger. Vermutlich ist er schon auf dem Schwarzmarkt verkauft worden. War er Lügen oder da ist er? Er war
war nicht leicht zurückzuholen. Ja. Here it is. Wir brauchen das Schwert. Good boy. I knew I could trust you from the first moment I saw you. By the way, did you have problems with Saras and Bedig? What happened to them? Das Würfelkästchen geben, beide sind tot. Würfelkästchen geben lebt, tot. Huch. Würfelkästchen behalten. Fangen wir mal damit an. Der ist einmal tot. Also beide sind tot, so. And Saras attacked me. I had no choice but to kill him. The death of my former associates is a tragedy, if it is true. It is a pity that you have only your word and no proof of it. Luckily you got the pendant, so everything else is irrelevant. Here, take Rufus's sword. Ah, okay. Okay, ich konnte das behalten. Passt, ist mir auch recht. Dann können wir das vielleicht verscherbeln. Fisch. Das heißt, wir können jetzt unser Waffel ausrüsten, ne? Umrüsten. Um- und ausrüsten. Zerbrochenes Verbrauchsgegenstände. Brot. Wieso kann ich jetzt keine... Warte mal. Stell 25 Lebenskraft wieder her. Das billigste und am häufigsten verzehrte Nahrungsmittel in der Kolonie, insbesondere im alten Lager und im neuen Lager. Da es sich schnell, einfach und günstig herstellen lässt, ist es unter den wenigen wohlhabenden Bürgern sehr beliebt. Eine extrem sparsame Methode, den Hunger zu bekämpfen. Es kann auch mit anderen Produkten kombiniert werden, wenn man bessere Mahlzeiten zusammenstellen möchte. Brettliausen zum Beispiel. Ja. Oder Butterbrot. Mit und ohne Marmelade. Geht auch Honig. Stimmt, ich kriege erst dann das Schwert, wenn ich es mir hole, ne? Wo ist denn die Leiche? Da ist sie. Ich darf jetzt das Schwert nehmen. Die Firma dankt. Huch! Jo, ein ordentliches Schwert. Sehr gut, das dürfen wir mit Diego sprechen. Nice, nice. Noch was? Hä? Da hat noch was für uns? Ja. Oh. Gomez has little patience, and will have even less if you entertain me with your nonsense. Okay. Ich weiß nicht, warum er... Vielleicht ist das ein das Symbol dafür? Ne, Rufzeichen? Vielleicht für später, dass er später mal eine Quest wieder hat für uns. Gut, dann würde ich sagen, wir rennen gleich einmal zu Diego, ne? Haben wir jetzt schon wieder eine andere Rüstung? Nein, das hat jetzt nur so komisch ausgeschaut. Okay. Ich höre da immer Getier. Ich weiß, dahin ist noch ein Schnappi. Soll ich probieren, mich mit einem Schnappi anzulegen? Ich habe jetzt ja ein besseres Schwertelein, ne? Habe ich es überhaupt ausgerüstet? Habe ich es auch, ne? Es wird automatisch. Warum? Was will mich denn jetzt angreifen? Ach so, das ist automatisch, wenn man das Schwert zieht. Jetzt habe ich echt gedacht, ich habe was gebullt. Ich wollte Schnappi da drüben probieren eigentlich mal, ne? Ob wir das ja besiegen können jetzt schon. Also ein Scavenger! Ja dann! Ein Scavenger! Ein Scavenger! So. Maruk? Oha, der hat gesessen. Schön. Ich bin erfreut. Das ging einfach als gedacht. Eine Scavenger-Kralle. Nächstes Minus, Kralle. Kann ich gleich schreiben, Scavenger? Da knurrt was. Das ist nicht fein. Das heißt, es gibt einen zweiten, oder was? Tatsächlich. Da hinten ist noch einer. Das hat mich schon gewundert, weil Scavenger sind ja auch nicht allein eigentlich. Die sind ja auch immer im Rudel. Aber da der eine schon so gut ging,
werden wir den auch gleich probieren, oder? Schließlich sind es Erfahrungspunkte für uns und Kralle und Fleisch normalerweise. Geht schon, haut drauf. Au, ja, das habe ich verdient. Jawohl. Okay. Dann eher so, ha? Huh? Geht schon, Kavusch. Kavusch. Jawohl. So langsam kommen wir drauf. Yes. So langsam komme ich drauf, wie das funktioniert mit dem Kämpfen. Nice, nice. Nochmal Kralle. Na, das muss ich bemängeln. Wieder dasselbe Fähigkeit und das Werkzeug dazu von mir aus, wenn sie schwieriger haben wollen. Früher war nur die Fähigkeit nötig. Na, das geht so nicht. Nein, nein, nein. Weil es war damals auch sehr wichtig, dass man sich sehr gut überlegt, welches Getier macht man kalt und welches lieber noch nicht, weil man eben geldgierig sein musste auch und gewisse Viecher später besiegt, wo man genau weiß, okay, die bringen mir noch Beute. Wölfe zum Beispiel, die Felle, die sie hatten, das war unglaublich viel wert. Wahrscheinlich werden sie jetzt eine Gerberei mit einbauen, dass man daraus Leder machen kann, vielleicht auch Lederstreifen, vielleicht weiten sie es schon so weit aus, dass man auch selber Gegenstände herstellen kann. Ob man das möchte, das müssen wir uns untereinander als Community mal ausdeutschen und ausbesprechen. Ob das so gut ist, es wäre natürlich der Neuzeit angepasst. Klar, das ist ja ein Standard bei sehr vielen Spielen, würde auch einen zusätzlichen Survival-Effekt mitbringen, würde einen zusätzlichen Pimp mitbringen, würde auch ja ins realistische Leben passen. Aber ganz ehrlich, ich würde nicht dafür sorgen, dass wir selber die Rüstung herstellen können, sondern dass wir von mir aus eine Gerberei haben, dass wir das Gerben lernen können, aber dass wir zu Menschen gehen müssen, die Rüstungen herstellen. Ich erinnere dabei zum Beispiel an Wolf im Gothic 2, im Gothic 2 war es, glaube ich, oder war es 1? Na, Gothic 1. Im neuen Lager, der uns per Minecrawler Panzerplatten, ich glaube, die hießen nur Panzerplatten, eine Rüstung zusammenschusterte. Wir mussten aber allerdings die Platten besorgen, ne? Also so wäre das schon denkbar. Ich würde auch eher sagen, vielleicht die Gerberei vielleicht doch ganz weglassen. Das wäre dann so ein... Ja, das muss die Mehrheit dann bestimmen, wie sie es gerne möchte. Ob das schon zu viel des Guten ist oder ob es doch eine nette Idee ist. Ja, wie gesagt, das Spiel ist jetzt ja erst ein Prototyp. Man kann es ja mal ausprobieren. Mal zum Spaß sowas einbauen. Nur an einer Stelle im alten Lager zum Beispiel einen Platz machen, wo das, vielleicht gibt es das ja schon, keine Ahnung. Einfach mal zum Testen, kommt es gut an oder nicht. Ihr wisst schon, was ich meine. Servus, Diego. Du spanischer Gutmensch. Not bad, right? Well, it's not the best sword I've ever seen, but it's much better than what you had before. At least you'll have a real chance of winning a fight with this one. Anyway. You've already found something to defend yourself with, and this meat is inedible. If it's all right with you, let's go to the old camp. Jo, ich habe da so einen komischen Heini gefunden. Und was hältst du von Kaiden? Von dem komischen? What do you think of Kaiden? He gave me the sword. He's not a bad guy, but he's a survivor. And he's been surviving for a long time. You should be wary of him. This sword has a price, and Caden knows it. Always bear in mind that, in the colony, decisions have consequences sooner or later. Wie auch immer. So, ich habe jetzt keine Optionen mehr, das heißt, ich kann zurück, wenn er mich lässt, oben bleiben. Alright, let's go. Ja. Great. Follow me. Jo, wie gesagt, mein Wunsch ist es, unbedingt deutsche Synchronisierung zu haben.
So, rookie, quite a show yesterday, eh? Ja, ich wollte nur schauen, ob es hier vielleicht eventuell glücklicherweise ein Rezeptelein gibt zum Kocher. Aber ich glaube, da habe ich nichts Glück. Das werde ich alles erst... Boah, das leckt. Herrschaftszeiten. Jui! Langsam!